Willkommen zurück zu Final Fantasy 4 hier im Untergrund beim Zwergenkönig und Yang hat irgendwas gehört. Irgendjemand belauscht uns. Was? Hier ist aber niemand außer uns. Ich spüre eine Präsenz hinter dieser Wand. Öffne die Tür. Jawohl. Natürlich ist da jemand, da ist ja auch der Kristall. Ist da keiner, der das schützt? Oder was? Die Tür wurde verriegelt. Kia-ho-ho! Wer sind die? Marionetten? Wir sind Kalkobrina, die lieblichen Puppen, die schrecklichen Puppen. Und ihr seid Narren. So in eine Kammer zu stürmen, obwohl ihr nicht wisst, was euch erwartet. Wir schneiden eure Fäden durch und bringen euch Golbes als Geschenk. Kia, hoho! Oh oh. Da springen wir doch direkt mal drauf. Ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht mit den Zaubern und wenn ich eine Sekunde Zeit habe, erkläre ich es immer. Dann, wenn ich sehe, kann ich es besser erklären. Auf jeden Fall ist Shell oder das, was uns vor Zaubern schützt, das ist Valum, nennt sich das. Und ich hoffe, dass sie das kann. Ja, sie kann's. Das ist gut. Dann soll sie sich davor auch mal schützen. Dann hat sie jetzt Protes und Valum. Die Marionetten schließen sich zusammen. Das ist ja nicht schlimm. Oh, oh. Oh, vielleicht doch. Aber wir haben direkt, sind direkt draufgesprungen. Und wir sollten uns mit Protes schützen. Ich sehe schon, ich sehe schon. Shell und Protes hat Rosa. Also ich nenne es jetzt mal Shell, aber es heißt hier in diesem Spiel Valum und schützt halt vor Zaubern. Ja. Du spring mal wieder los. Gute Idee. Ich mach mal Protes. Und mach mal ein wenig Evitra. Und zwar auf alle. Oh oh, er ist confused hier. Wir müssen ihm mal helfen. Das ist nicht gut. Sehr schön. Danke, Kane. Die Riesenmonster-Puppe kontert aber und tötet sogar direkt. Das ist kritisch. Merke ich gerade. Sehr schön. Aber die tritt auch gleich immer zweimal, ne? Oder was? Greifen an. Sie kontert wahrscheinlich wieder. Muss man ja schon aufpassen. Spring mal. Oh oh. Oh 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 oh. Den beleben wir mal gleich wieder. Und dann mache ich mal Vitra wieder auf alle, bitte. Kane hat es nicht abbekommen. Der ist noch da oben irgendwo. Greif mal an. Was passiert jetzt? Sehr schön. Ist sehr, sehr stark. Ich habe mir ein bisschen Angst vor der. Ich glaube, es ist gut, wenn er immer schön wegspringt. Dann haben wir nochmal immer eine Chance. Ja, schön, dass du uns angreifst. Das ist toll. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Hör mal. Oh nein.
ganz, ganz doof. Ganz doof. Und wir haben sie. Oh, scheiße, aber Rosa und Cecil kriegen dadurch keine Punkte. Das ist schade. Schade, ich hätte es gerne besser geschafft. Na gut, dann eben ihr zwei. Und Errungenschaft, dass wir sie hingekriegt haben. Ihr habt uns besiegt. Das hat weh getan. Aber wir haben Meister Golbes bereits gesagt, wo er den Kristall findet. Er wird kommen und uns rächen. Meister Golbes! Was? Unsere Wege kreuzen sich erneut. Golbes, wir haben noch eine Rechnung offen und euer alter Freund und sein Meteo sind nicht mehr. Doch als kleine Anerkennung für euren Sieg neulich will ich euch verraten, warum ich hinter den Kristallen her bin. Es gibt insgesamt 8 Kristalle, die des Lichts und die der Dunkelheit. Zusammen bilden sie den Schlüssel, um den Turm von Babel zu reaktivieren und damit den Weg zum Mond zu öffnen. Der Mond soll die Wiege einer Macht sein, die den menschlichen Verstand übersteigt. Dies ist der 7. Kristall. Es verbleibt also nur noch einer. Es bis hierher geschafft zu haben, verdanke ich natürlich euch. Es wäre unhöflich, mich dafür nicht erkenntlich zu zeigen. Nehmt das, mein Abschiedsgeschenk an euch. Oh oh. Nein! Nein! Nö, nicht noch eine Runde. Lass mich doch zwischendurch heilen, bitte! Gott. Ja, spring mal weg. Was Besseres fällt mir jetzt auch nicht ein, als mich kurz noch zu schützen. Er greift ja noch nicht an. Ne? Noch geht ja. Noch läuft. Okay, ich greife mal an. Mehr habt ihr nicht zu bieten. Ach so. Einfach nur abwarten oder was? Wie erbärmlich. Dann stelle ich euch jetzt ruhig. Okay. Eure Augen solltet ihr noch bewegen können. Golbes. Reißt sie weit auf und blickt ins Antlitz des Grauens. Okay. Komm, Kreatur aus den Schatten. Beschwören. Okay, dann werden wir wohl die erstmal platt machen müssen, wie es scheint. Schwarze Fänge. Dürfen wir auch noch? Einfach mal alle umbringen? So ein okay. Okay. Alles klar. Leb wohl, Cecil. Flammenodem. Ein Beschwörbarer. Oh, was kommt hier uns zu Hilfe? Nebel bezwang den Schattendrachen. Alles wird gut. Ihr könnt euch wieder bewegen. Diese Stimme. Lass es Rydia sein. Yeah, Barrierewechsel. Rydia ist wieder da. Woohoo, welcome back. Und wie wir sie brauchen. Okay. Wir können Shiva beschwören. Wir können alles Mögliche beschwören. Wie geil ist das denn? Aber irgendwie sackt es hier ganz schön ab nebenbei. Hallo, hallo. Möchtest du... Okay. Diamantenstaub. Und da ist sie. Shiva. In ihrer alten Form.
Ach, wie ich mich freue. Das ist richtig cool. Aber irgendwie verrecken wir bald alle. So, und jetzt nochmal Alfred. Jetzt wollen wir sie auch alle sehen. Ja, und sie stirbt mir hier weg. Okay. Sie stirbt mir einfach weg. Aber ich weiß auch nicht, was man dagegen tun soll, weil er ist so verdammt stark. Das habe ich mir fast gedacht. Ich meine, das ist unser Hauptgegner. Aber wie soll man das schaffen? Hallo, hallo. Wie soll man das schaffen? Ich werde einen Cut machen. Bis gleich. So, und damit willkommen zurück zu Final Fantasy IV. Nach einem Cut ist Rydia wieder da und wir versuchen es auf ein neues. Bitte nur die beiden. Mist. Oder schafft das noch? Das wäre super. Ich habe das Singen nämlich aktiviert bei Cecil und ich hoffe, dass uns das irgendwie hilft. So. Benutzen eine Analyse. Und er absorbiert Eis. Hat schwach gegen das. Wir beschwören Alfred. Das sollte helfen. Ach, das kann nicht. Das kann doch nicht sein, sagt er. Ah, wir haben ihn schon. Wie geil. Wahnsinn. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Rydias Stufe ist angestiegen. Ah. Ich habe mich natürlich schlau gemacht, deswegen wusste ich jetzt, was ich zu tun habe. Und zwar habe ich gelesen gehabt, dass man Analyse benutzen soll. Und ich wusste bisher immer gar nicht, wie Analyse funktioniert. Und das macht man halt, indem dieser Fingerzeig auf den Gegner geht und dann steht da halt, wo die Schwächen sind. Ich dachte immer, das wird halt automatisch angezeigt. Ich dachte immer, hä, das verstehe ich alles gar nicht. Und zudem steht dann halt der Barrierewechsel da. Da weiß man dann, was man als nächstes nehmen soll. Und in dem Fall wollte ich jetzt als nächstes eigentlich Rosa wiederbeleben, sodass die immer heilt und Cecil auch. Und vor allem mit Items wie Ether und hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber darüber bin ich natürlich sehr froh, dass wir es dann doch so schnell geschafft haben. Wir haben es geschafft, wir haben Golbez besiegt. Rydia, du hast uns alle gerettet. Aber ich erkenne dich gar nicht wieder. Als wir auf See angegriffen wurden, verschluckte mich Leviathan und trug mich ins Land der Beschwörbaren. Land der Beschwörbaren? Genau, die Heimat der Beschwörbaren. Ich freundete mich dort mit ihnen an. Ich beherrsche jetzt keine Weißmagie mehr, aber meine Beschwörungskräfte und meine Schwarzmagie sind viel stärker geworden. Doch in ihrem Land verstreicht die Zeit schneller als hier. Deswegen bist du jetzt erwachsen? Cecil, wer ist das? Das ist Rudy aus dem Dorf des Nebels. Du meinst dieses Kind von damals? Wirklich eine Überraschung. Aber warum kommst du uns retten? Wir haben doch damals deine Mutter... Kein weiteres Wort. Die Königin der Beschwörbaren hat es mir gesagt, die Rede eines Schicksals, welches das eurige bei weitem übersteigt, wurden in Gang gesetzt. Sie sagte mir, wir müssen uns dem entgegenstellen, geeint. Danke, Rydia. Die Beschwörerin Rydia hat sich angeschlossen. Rydia ist wieder da. Yeah. Und darüber freue ich mich immer noch. Und natürlich, dass wir Golbez so schnell besiegt haben. Dem Griff des Todes werde ich entkommen.
Er ist immer noch nicht tot. Na toll. Jetzt kommen die wieder? Der Kristall! Sind die doof? Vergebt uns, Golbis ist entkommen und er hat den Kristall. Es scheint, als hätten wir dies nicht verhindern können. Doch jetzt bleibt nur noch ein Kristall und wir müssen ihn mit unserem Leben beschützen. Wo ist der letzte Kristall versteckt? In der versiegelten Höhle. Sie liegt im Südwesten. Golbis ist in diese Richtung aufgebrochen. Doch verzaget nicht. Ohne den richtigen Schlüssel ist das Siegel nicht zu brechen. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Wir haben Schuld daran, dass der Kristall entwendet wurde. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihn wieder an seinen rechtmäßigen Platz zu schaffen. Golbis ist gerade auf dem Weg zur versiegelten Höhle. Genau der richtige Augenblick für uns, um zuzuschlagen. Dringt in den Turm von Babel ein und holt die anderen 7 Kristalle zurück. Turm von Babel? Wir sollen in die Höhle des Löwen marschieren? Exakt, und zwar während unsere Panzer den Feind beschäftigen. Ihr nutzt diese Gelegenheit, um euch unbemerkt hineinzuschleichen und die Kristalle zurückzuholen. Jetzt, wo Golbis fort ist, habt ihr gute Chancen. Was meint ihr dazu? Nun ja, die Höhle des Löwen bleibt die Höhle des Löwen. Es ist auf jeden Fall mit großen Gefahren verbunden. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. König Jihad hat recht. Unsere beste Chance, vielleicht unsere einzige Chance, ist jetzt, da Golbis nicht im Turm ist. Also gut. Wir werden es tun. Wunderbar, ich verlasse mich auf euch. Im Gewölbe dieser Burg gibt es einen Durchgang, der euch zum Turm führt. Das hätte ich beinahe vergessen. Nehmt das hier. Fertigkeit Anlocken erhalten. Brecht so schnell es eure Vorbereitung erlauben auf. Viel Glück. Ah, Gott sei Dank haben wir es geschafft. Panzer stellen den Kern unserer Armee da. So leicht kann uns keiner bezwingen. Shiryu, ist euch der Gruß schon in Fleisch und Blut übergegangen? Ja, auf jeden. Der König kümmert sich liebevoll um seine Tochter Luca. Er muss sie für zwei lieben, seit die Königin von uns gegangen ist. In der Unterwelt lässt es sich prima leben. Wenn ihr wollt, bleibt doch für immer. Wie kann er es wagen, meine Puppen so zu missbrauchen? Ach, das waren ihre Puppen, gegen die wir gekämpft haben. Das checke ich jetzt erst. Ja gut, das ist natürlich nicht so doll. Das verstehe ich. Gibt es hier Verstecke? Hä? Wäre natürlich schön. Können wir denn jetzt überall hin? Dürfen wir? Ja! Da war doch vorher versperrt. Waffenschmied und Plattner. Zwergische Waffen sind sehr schwer. Manch ein Mensch kann sie wohl nicht heben. Hereinspaziert! Zwergenaxt, Langbogen, Dunkelpfeile. Flammenschwert, Flammenspeer. Möchte ein Flammenschwert mal haben. Können wir uns das leisten? Können wir uns alles hier leisten? Waffen sind nämlich immer cool. Also kann denn hier Cecil jetzt Zwergenaxt benutzen? Das passt doch gar nicht zu ihm. Höh. Und sie kriegt so coole Dunkelpfeile. Das finde ich natürlich auch nice. Ach, aber ja, so viel Schaden macht es jetzt auch nicht immer. Aber da müsst ihr so viele Pfeile kaufen. Also das finde ich schon cool. Der kriegt jetzt hier so ein cooles Flammenschwert. Ne? Weg vom Flammenspeer. Bevor ich das kaufe, Langbogen und nö, gucke ich, was wir hier noch haben. Reinspaziert. Flammenschild könnt ihr auch kriegen. Flammenpanzer. Boah, der wird jetzt hier ordentlich ausgerüstet hier, unser neuer. Runenreif. Da gönnen wir uns auch nochmal einen erstmal. Einen. Habe ich nicht sogar schon eins? Angelegt, eins. Also seins oder was? Hä? Haben wir da für ihn schon was? Die sollten wir vielleicht mal wiederbeleben. Ich glaube, dafür gehen wir gleich mal schlafen und dann sind die auch alle gleich geheilt. Ausrüsten. Kane. Hat er das nicht? Nee, der hat noch Mithril und so, ne? Können wir dir was Besseres geben? Den Rubinring wollte ich ihm jetzt eigentlich nicht geben. Du kriegst jetzt erstmal hier... Doch. Flammenschwert. Das kriegst du erstmal. Ja, aber der Blutspeer ist auch richtig gut. Der macht ja auf 88. Das Flammenschwert ist ja gar nicht unbedingt besser. Aber das macht alles andere runter. Ich bleibe mal erstmal beim Flammenschwert. Wer weiß, wozu das gut ist. Auch wenn Blutspeer halt ordentlich Attacke hat, aber es macht auch alles andere runter. Ist auch nicht so gut.
Also Blutspeer finde ich zum Beispiel gut, wenn er Sprung macht. Dann lohnt sich das. Ich würde sagen, ich schaue mal weiter hier nach Sachen, was es jetzt zu kaufen gibt. Und was es da oben gibt und so. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Final Fantasy 4. Bis dann!